Hallo ihr Lieben. Ja, heute möchte ich ganz gerne mal über ein ganz wichtiges Thema mit euch reden. Und zwar, es geht um das Thema Gesundheit, Heilung. Ja, wenn mich jemand um Heilung bittet, frage ich ihn zuerst, ob er denn bereit ist, alles Krankmachende loszulassen. Und erst dann, wenn er wirklich bereit ist, loszulassen, ist er auch bereit, heil zu werden. Ja, viele kommen zu mir und sagen dann, ja, sie waren schon oft bei Ärzten, aber die Ärzte finden nichts und es ist halt, also sie wissen nicht, was los ist, aber sie fühlen sich halt nicht gut und sind krank. Und ja, und dann frage ich immer, was belastet, ja, was genau belastet. Und dann höre ich mir die Geschichte an. Oftmals ist es dann so, dass zu Hause viel Streit ist oder dass zu Hause der Mann zum Beispiel sich nicht kümmert um die Frau oder wichtige Sachen vergisst oder viel Stress mit den Kindern. Und dann denke ich mir, eigentlich ja ganz normal, dass der Patient ja, unzufrieden ist. Und es auf den Magen schlägt zum Beispiel. Ja, es heißt ja nicht umsonst, es schlägt mir auf den Magen. Oder ihr kennt ja alle diese Umgangsformen, diese Umgangssprache, wenn man sagt, mir kommt die Galle hoch, wenn man sich ärgert oder so. Ja, viele dieser Krankheiten kommen tatsächlich daher, dass man einfach unzufrieden ist, aber meint, weiterkämpfen zu müssen, weitermachen zu müssen. Ständige Rückenschmerzen. Frage ich immer, welche Last sie tragen müssen. Und ja, wenn der Patient bereit ist, was zu ändern im Leben, in seinem eigenen Leben, dann ist er auch bereit, wieder gesund zu werden. Ja, ich möchte eine kleine Geschichte von mir selber erzählen. Also es ist ganz banal, weil man sagt immer, der Arzt wird schon richten, weil der hat es ja studiert. Der muss es ja wissen, wenn man krank ist, was man hat. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wissen die nicht. Die haben keine Ahnung davon. Und die können auch nicht heilen. Und zwar, weil jeder Mensch nur die Heilung in sich selber finden kann. Der größte Heiler steckt nun mal in einem selber drin und muss nur dahinter kommen, um was es genau geht, was Thema ist. Ja, ich möchte euch kurz erzählen, wie das bei mir war. Bei mir war das dann so, dass ich nicht mehr richtig gehen konnte. Ich bin umgekippt oder ich hatte also wirklich also Schmerzen überall im ganzen Körper. Und ja, dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hieß es, ja, das Alter. Naja, habe ich gesagt, vor 6 Wochen war ich auch nicht recht viel jünger. Aber die Schmerzen sind halt jetzt da und akut. Und die gingen dann auch nicht weg. Und so sind halt auch Jahre vergangen und dann sind es halt schlimmer geworden und immer schlimmer geworden. Und irgendwann kam dann von einem Arzt, das ist Fibromyalgie. Keine Ahnung, was das war. Also ich bin nach Hause, habe dann erstmal schlau gegoogelt, was ist Fibromyalgie, kannte ich nicht. Und dann kam ich also darauf, dass das eine unheilbare Sache ist. Und ich dachte mir, unheilbar gibt es eigentlich gar nicht. Weil unheilbar würde ja bedeuten, dass ich keinen inneren Heiler hätte. Ja, das kann ja gar nicht so sein, ja. Ich meine, ich habe mit 30 Jahren einen Tumor in der Brust gehabt, den ich entfernt habe. Also gibt's kein Unheilbar. Und dann bin ich durch Zufall weiter stöbern gewesen, habe sehr viel meditiert in der Zeit und habe sehr viel versucht, meinen inneren Geistführer zu kontaktieren und bin dann, der hat mich richtig getrieben. Und ich habe dann auch etwas gefunden und das war eigentlich ganz eine banale Sache. Und zwar war das chronischer Vitamin D-Mangel. Und in Kombination mit B12-Mangel. Ja, ich habe das dann meinem Arzt wohl gesagt und der hat mich da mit großen Augen angeguckt und gesagt, wäre schon möglich. Also ich meine, wäre schon möglich, fand ich dann auch nicht so lustig. Ich habe dann viel auf eigene Faust gemacht, habe Rituale gemacht.
und habe meinen Vitamin D-Haushalt aufgepeppt wieder. Und danach ging es mir gut. Und wirklich nach 2 Tagen danach ging es mir schon gut. Deswegen gibt es für mich kein Unheilbar. Überall gibt es eine Lösung, überall gibt es genau dieses eine Medikament, meistens in pflanzlicher Form, weil, wie sagt man so schön, der Garten Gottes ist groß. Und die besten Kräuter, die man wirklich braucht, die wachsen auch ganz in der Nähe. Man stolpert fast drüber. Das ist so wie so ein Zaun, wie so ein Wink mit Zaumpfahl, dass man sagt, da guck doch mal hin, da ist doch das, was du brauchst. Und man muss nur hinschauen. Ja, ich möchte euch trotzdem ganz gerne ein kleines Ritual mitgeben, das mir wirklich auch sehr viel geholfen hat in der Zeit damals. Und zwar hat mir geholfen, du brauchst eine weiße Kerze, das ist die Opferkerze. Da schreibst du die Göttin Diana drauf. Dann brauchst du eine blaue Kerze, da schreibst du deinen Namen drauf und eben gesund bis in die Zelle. Ja, es gibt keine Uhrzeit für dieses Ritual, es gibt keinen Tag für dieses Ritual. Du kannst es immer und jederzeit machen, also außer nach Mitternacht, ist klar. Und ganz wichtig ist, das, was du tust, das solltest du auch wirklich an das Wirken glauben. Glaube an das Wirken, das du vollziehst. Und ich gebe euch das mit, dass ihr wirklich nicht aufgebt, wenn ihr krank seid. Denkt wirklich in gesunder Form. Denkt nicht an die kranke Form, auch wenn es schwerfällt. Und ich weiß, dass es schwerfällt. Aber man seht euch gesund. Seht euch wirklich gesund bis in die kleinste Zelle. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr die Kerze anzündet, ihr zündet natürlich dann beide an, also diese Opferkerze für die Göttin Diana und die blaue für euch. Und dann sprecht ihr. Also eure Krankheit müsst ihr dann selbst definieren. Aber ihr ruft die Göttin Diana, das macht ihr dann so. Große Göttin Diana, hör mein Flehen, hör mein Leid. Komm herbei zu mir in meine Mitte. Ich bin voller Schmerz und Leid. Ab jetzt zu dieser Stund bin ich gesund und voller Kraft. Jede Zelle meines Körpers ist vollkommen gesund und vital. So sei es ab sofort mit aller Macht. Dann bedankt ihr euch mit euren eigenen Worten bei der Göttin und verabschiedet euch. Lasst die Kerze wie immer ganz abbrennen und werft sie dann in ein fließendes Gewässer. Nicht vergraben. Werft es einfach in ein fließendes Gewässer und ihr werdet sehen, es bringt wirklich ehrlich was. Ich habe das selbst für mich gemacht und es hat viel gebracht. Und ich gebe euch noch den Tipp mit, ein Arzt kommt von selber nicht drauf. Lasst euren Vitamin D und euren Vitamin D3, also Vitamin D-Haushalt und den B12 unbedingt testen. Es kostet 25 Euro, aber die sollte man sich wert sein. Lasst es testen und unbedingt auffüllen. Viele, viele, viele Krankheiten kommen nämlich davon. Ja, ich wünsche euch ganz viel Kraft, ganz viel Gesundheit und ganz viel Erfolg mit eurem Ritual dann. Ja, und damit verbleibe ich auch so und wünsche euch alles, alles Gute und tschüss.